Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade im Spiel. Oh nein, 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 nein. Und habe gerade gesehen, dass die hier vorbeigekommen sind. Aber dummerweise sind hier auch Wilderer, wie man sieht. Ich werde wahrscheinlich jetzt sowas von sterben bei dem Versuch, die zu holen. Oh, wer mischt sich denn da jetzt noch mit ein, Leute? Das ist meiner. Den wollte ich haben. Oh, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ja, also. Das war jetzt eine kurze, knappe Einführung hier. Ach, das war meiner. Ach so, der hat sich eingemischt. Jetzt verstehe ich das. Also, um das mal ganz kurz zu zeigen. Oh, da hinten sind Schildkröten. Wir sind hier oben jetzt gerade. Ich kann es leider nicht so gut zeigen. 21, ich werde sowas von verrecken, das weiß ich jetzt schon. Aber ich muss den unbedingt haben. Ich muss den unbedingt haben. Komm, komm, komm. Schieß den auch an. Warum sind die jetzt aggro auf mich? Jetzt mach schon. Nee, so nicht, mein Freund. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn die den getroffen hätten, ehrlich gesagt. Oh, jetzt mach schon, mach schon. So nicht. Mann, können die anderen mal aufhören, mich anzugreifen? Mit denen habe ich nichts zu tun. Boah, ich will unbedingt so ein Turtle-Ding haben. Leute. Ich muss den haben. Was ist denn hier los? Oh, jetzt mach. Jetzt mach, bitte. Schieß auf den drauf. Weil den brauchen wir unbedingt für die Erze. Den brauchen wir unbedingt. Komm, jetzt wieder ein bisschen höher. Das Problem ist halt, der hat auch seinen Angriff, der nach oben geht. Komm schon, nochmal. Nee, mach den Angriff. Oh, wie blöd ist der? Jetzt mach den Angriff los. Oh, bitte, 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 bitte. Ich muss unbedingt so eine Schildkröte haben. Ja, komm. Yes! Yes, wir haben eine Schildkröte. Oh mein Gott, das war jetzt echt. Oh. Aber ich glaube, wäre ich jetzt nicht hier auf dem Vogel drauf gewesen, wäre das nicht so gut ausgegangen. Yes, den setzen wir auf jeden Fall ins neue Lager rein. Und wir gucken, dass wir den zweiten hier auch noch irgendwie kriegen. Weil die sind unabdingbar. Unabdingbar. Nein, so nicht, mein Freund, so nicht. Ich muss dich haben. Ich weiß, der Schuss geht von sehr weit. Der macht doch nicht so viel Schaden. Ich muss den unbedingt mal leveln, dass der höher geht. Oh, oh, oh. Immer wenn der den getroffen hat, geht der wieder runter. Das ist total blöd. Nein, mein Freund, so nicht. So nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden ich machen würde, wenn ich jetzt mit der Keule da draufhauen würde, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass wir das so vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Immer wieder ein bisschen Schaden drauf. Ja, eigentlich wollte ich mich ja nur um die Base kümmern, während der Epi gerade nicht da ist. Aber er hat gesagt, ich soll auf jeden Fall gucken, dass ich Schildkröten besorge. Und ich wusste, dass die irgendwo in so einem rötlichen Gebiet sind. Oh, jetzt geh doch hoch, Mann. Ich kann mich hier gar nicht bewegen. Ja, das war ja ein toller Schuss. Komm schon. Einmal noch und zack. Los, komm, bitte, 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 bitte. Nein. Jetzt habe ich den nicht gefangen, weil der sich gedreht hat, oder? Also nicht gefangen, weil er sich gedreht hat. Aber wir brauchen unbedingt noch einen zweiten. Wir brauchen eigentlich eine ganze Barrikade davon. Jetzt mach schon. Jetzt ist der da oben verbuggt.
Oh, ich habe nicht mehr so viele. Ist nicht dein Ernst jetzt. Jetzt fang den endlich, bitte. Ich brauche unbedingt noch einen zweiten. Bitte, bitte, bitte. Ich kann die auch nicht... Oh, jetzt komm schon, bitte. Ich brauche die Schildkröte. Verdammte Hacke. Ja! Oh, wir haben zwei Schildkröten. Das war wirklich ein Desaster, die zu fangen. Aber wir haben sie. Endlich, endlich, endlich. Ich gucke übrigens gerade mal, ob das Erz ist oder ob das Gold ist da hinten. Ach, da sind auch noch mal so ein paar Fudler. Fudler? Nee, das ist Erz, glaube ich, oder? Oh, da ist noch so eine. Ne, das ist normales Erz. Gut, dann werde ich noch mal so ein bisschen hier gucken, was ich hier noch fangen kann. Und ja, wir sehen den Rest dann mit dem Epi wieder zusammen. Oha, wir haben noch was. Wir haben jetzt sehr beschädigte Kleidung, aber wir hätten noch etwas, was ich gerne hätte. Wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? Hallo? Wieso greift er jetzt nicht mehr an? Und wieso greifen die jetzt an? Och, die sollen mir nicht auf die Nerven gehen, Mann. Alter, warum greifst du mich jetzt an, wenn ich den hier anschieße? Der fühlt sich komplett überlegen anscheinend, weil der völlig unbeeindruckt bleibt. Und man den entweder nicht angreifen kann, weil er verbuggt ist. Ich bin mir nicht sicher. Na komm schon. Ja, wieso geht die nicht hoch und wieso macht die nicht die Luftkanone? Hallo. Also irgendwas ist hier jetzt verbuggt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Jetzt kann ich auf einmal nicht mehr schießen, obwohl alles okay ist. Ah, jetzt. Und er scheint jetzt im Nachhinein irgendwie Schaden genommen zu haben. Ich weiß es nicht. Aber er scheint auch ziemlich stark zu sein. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe nämlich die grünen Palsphären habe ich jetzt alle schon verballert bei den... Ja, bei diesen schildkrötenartigen Viechern. Ja, bloß nicht nach oben steigen, wenn ich die ganze Zeit auf Space drücke. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Also ich glaube, mit dem, das können wir wirklich vergessen. Der ist noch zu stark, was sehr schade ist, weil den hätte ich mich auch sehr, sehr gerne. Ja, es steht hier Gefahr, aber ich weiß nicht wovon. Hier ist nämlich gerade gar nichts. Der hat aber mal gut getroffen diesmal. Oh, wow, wow. Oh, wow, okay. Nicht gut, nicht gut. Ich würde ihn halt gerne haben, ne? Deswegen dauert das jetzt hier gerade auch ziemlich lange. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das so klappt, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Ja, der ist irgendwie viel schneller, der Ball. Wieso trifft er denn nicht? Ich meine, er bleibt ja fast stehen.
Weiß auch nicht, was Windschneider ist. Oh, der hat mich jetzt voll getroffen hier. Eieiei. Ja, genau. Als ob ich davon runtergehen würde, wenn der mich trifft. Der macht aber doch einiges mehr Schaden. Glaube ich. Oh, ich werde den nicht beim ersten Ball kriegen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Ich möchte ihn unbedingt haben. Das ist jetzt mein Problem. Nein! Oh Gott, ich habe gedacht, das macht nicht so viel Schaden. Ja, so kann es leider gehen. Und ich habe gerade wieder etwas entdeckt. Und zwar dieses Viech da unten. Mal schauen, ob wir das fangen können. Können irgendwie alle schießen. Ich weiß auch nicht. Die haben alle eine super Verteidigung. Oh, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du das gerade abgewehrt hast. Alter Schwede. Yes. Och, da oben war auch eins. Ja, nehmen wir das nochmal. Ja. Na, komm, komm, komm. Ja. So nicht, mein Freund. Hä, was war das? Ja, bloß nicht hochgehen. Kein Thema. Jetzt fang den. Mit dieser Sphäre, Junge. Wieso kann der den immer abwehren? Ja, ich hab's geahnt. Aber hinter mir war keiner, der mich jetzt hier angegriffen hat, oder? Das war jetzt irgendwie ganz komisch gerade. Naja, aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, wo ich bin. Also ich bin immer noch hier bei den Schildkröten in der Nähe. Und zwar hier oben in der Nähe von einem Boss namens Anubis. Und was bist du denn hier? Ach, du bist ein Futtler. Ja, und da habe ich dann auch diese Viecher hier gesehen mit den langen Armen. Ja, und damit ihr das auch mal ganz kurz seht und ich baue auch noch das letzte Stückchen mit. Ich habe jetzt hier gerade eine Zuchtstation hingestellt. Zum Glück war da noch, ja, habt ihr alle toll gemacht, Dankeschön. Zum Glück war da noch einigermaßen Platz hier hinten. Eigentlich hätten wir es viel schöner bauen können, aber naja, wie gesagt, wir haben es alles hier so ein bisschen kuddelmuddelig hingestellt. Das sieht man ja auch schon hier vorne dran. Und ich bin ganz ehrlich, in meiner nächsten Basis würde ich das nicht mehr so machen. Diese Zuchtstation, da könnt ihr, beziehungsweise wir später theoretisch, zwei verschiedene Pals reintun, die sich dann ja miteinander paaren. Und wenn man das hier vorne öffnet, ich glaube, da müsste man dann die Kuchen reintun. Nee, Moment, da kommen die Kuchen rein, glaube ich. Und hier... Paarung ausgesetzt. Die Pals müssen männlich und... Torte heißen die, Entschuldigung, keine Kuchen. Die Pals müssen männlich und weiblich sein. Die schmeißt man, glaube ich, nur hier rein. Ich habe es selber ehrlich gesagt noch nicht gemacht, auch nicht auf dem privaten Stand. Aber ich weiß, dass man hier auf jeden Fall eine Torte hinzufügen muss. Da müssen wir dann mal genau gucken, wo die dann reinkommt. Und das Ei liegt meines Wissens nach dann irgendwo da drin. Und ich denke mal, dass man die Torte tatsächlich hier vorne dann einfügen muss. Aber die müssen wir dann natürlich entsprechend überhaupt erstmal noch machen und machen können natürlich. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt gerade herstellen können.
Und ja, das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen zwischendurch. Viel mehr werde ich jetzt aber definitiv alleine auch nicht mehr machen. Übermorgen hat der Epi wieder Zeit, hoffentlich zumindest. Und ich hoffe, dass es da auch meinem Kopf wieder besser geht, weil ich gerade auch schon wieder mit Migräne zu kämpfen habe. Aber ich wollte mich zumindest um die Sachen kümmern. Ach so, eine Sache muss ich aber mit euch zusammen noch mal eben ganz schnell machen. Und zwar hatte ich ja die, wo sind mein Lager jetzt hier? Hatte ich ja diese Krokodile in Anführungszeichen geholt. Die möchte ich natürlich hier reintun. Wie viele Betten haben wir denn hier? Ich sehe es jetzt hier gerade gar nicht, oder? 6 Betten. Also 3 kann ich hier noch reintun. Okay. Weil wir haben. Das sind Level 21er. Ich hoffe, die machen uns keine Probleme, weil die größer sind als wir. Der Level. Hallo? Alter, lass mich doch erstmal hier raus. Ich wollte mir das doch angucken. Ja, und ihr seht schon. Der geht direkt an die Arbeit. Allerdings ist er direkt an die Arbeit gegangen, obwohl ich noch mittendrin stand. Aber der scheint auch extremst schnell hier abzubauen. Das ist Wahnsinn. Ich habe allerdings, muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon da mitspielt. Ich habe mir hier auch noch was freigeschaltet, was diesen, ich sag mal, Turtle hier, Dick Toys heißen die. Das Dick-Toys-Stirnband, das habe ich aber noch nicht erstellt. Ich denke, dass das nur für unterwegs ist, zumindest so wie ich das verstanden habe. Bei der Aktivierung der Partnerfähigkeit können die dann sich noch schneller drehen und Steine effizienter zertrümmern. Es kann aber auch sein, dass das hier damit gemeint ist. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das hier gerade ziemlich krass ist und dass der sehr verfressen ist. Genau. Da muss ich auch drauf achten, dass ich hier auf jeden Fall auch genügend Bären drin habe. Ich habe zwar hier schon mal so weit alles reingem. Oh, hier sind gar keine Bären drin. Warum sind hier keine Bären drin? Das sind Bärensamen. Hallo? Gibt es hier niemand, der die Bären geerntet hat oder was? Wollt ihr mich hier veräppeln? Die sind jetzt alle hier mega beschäftigt, aber keiner von denen hat jetzt irgendwie geerntet oder so. Ich setze hier noch einen Pal rein, der ja, sich um die Ernte kümmert und dann auch entsprechend die Bären da reintut. Ist ja, das geht ja gar nicht. So, erstmal 10 Bären da rein. Es kann natürlich auch sein, dass die. Oh, ist das laut. Das ist richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Wir setzen hier. Ja, ich habe gerade noch genug. Gerade noch genug Holz hier. Wir setzen hier noch ein Bettchen rein. Zack, das kann ich auch mal eben schnell noch fertigstellen, damit wir dann auch noch einen reinsetzen können. Weil die, die drin sind, die muss ich eigentlich drin lassen. Er hilft mir auch. Aber warum hilft er mir nicht um die Sachen da? Oh, das wird jetzt laut. Das tut mir leid. Muss mal eben was nachgucken. Er ist eigentlich eine helfende Hand. Das heißt, er müsste doch eigentlich auch. Ja, für den Transport ist er auch zuständig. Er macht das nur nicht. Freut man sich doch tot. Ach, das sind 3 auf einmal, die hier. Ach, deswegen ist das so heftig, glaube ich. Die sind zu dritt jetzt hier dieses eine Ding am. Und er transportiert die gerade ab. Ja, die sind das noch hier am Transportieren. Ja, hier. Sehr, sehr geil. Ich sollte dann aber da hinten auf jeden Fall auch nochmal eine Kiste hinstellen. Damit es halt ein bisschen effizienter auch ist. Achso, da habe ich jetzt wieder kein Holz für, weil. Ah, jetzt sind sie fertig. Ich glaube aber, die werden jetzt gleich Hunger haben, oder? Ja, er geht nach oben. Er geht nach oben. Warum die jetzt nicht abgebaut haben, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mal schauen. Sind aber alle für den Transport freigegeben. Den Affen könnte ich jetzt vielleicht noch hier reinsetzen. Ich wüsste jetzt keiner, der jetzt nur den Transport macht. Der hätte jetzt noch helfende Hände. Ich setze den noch mit da rein. Ja, und wir haben in Anführungszeichen nur 3 von denen gefangen. Jetzt hoffe ich mal inständig, dass der eine hier.
Ja, er ist jetzt, glaube ich, hier am Ernten gerade. Genau, er ist jetzt am Ernten. Okay, wunderbar. Dann kann ich die Katze nämlich nehmen, damit das Ganze geerntet wird. Der blockiert hier gerade alles. Aber die machen sich auch wieder schön ans Werk. Das ist wunderbar. Dann hoffe ich wirklich, dass das soweit gut funktioniert, so wie es geplant war. Und ja, dass der Epi stolz auf mich ist, wenn er das mitkriegt, weil ich schon 3 von den Dingern gefangen habe. Und weil unsere Farm hier im Moment ganz gut aussieht. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal so ein Beet vielleicht mehr da reinstellen. Kann ich natürlich wieder nicht, weil ich wieder kein Holz habe. Es war ja wieder klar. Darum kümmere ich mich dann hier jetzt nochmal offline. Ich werde dann nochmal ein Beet zusätzlich reinstellen und hoffe dann, dass ich einfach mit der Zeit auf jeden Fall genug Beeren für alle Leute hier wieder habe. Ja, und was der Epi und ich in der nächsten Folge wieder erleben, das werden wir dann erst sehen. Diese Folge war jetzt mal eine Solo-Folge und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.